da bin ich selbst noch am Basteln. Da habe ich jetzt nicht die super Antwort für, aber es ist bei einem Konzern ja oftmals viele, die dann an so einem Prozess irgendwie beteiligt sind. Wenn man eine eigene M&A-Abteilung hat, eine Rechtsabteilung oder bei uns Versicherungsabteilung sind schon mal drei, im Rahmen von dem auch nicht ganz einfachen Due Diligence-Prozess, der Versicherer durchführt, können ja noch zahllose Experten dazukommen, die man dann auch in irgendeiner Art und Weise greifbar haben muss und koordinieren muss. Also das ist logistisch nicht ganz einfach. Also was das A und O sicherlich ist, ist eine sehr frühe Einbindung und eine sehr frühe Kooperation. Aber auch wenn man das sehr früh macht, und ich bin da sehr bemüht bei uns, halte ich es trotzdem für extrem sportlich, so ein Produkt zum Signing zu platzieren. Wenn man das zum Closing macht und hat zwischendrin eben noch da die üblichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen, die ein paar Monate dauern, ist das eine ganz entspannte Übung, finde ich. Dann kann man das gut machen. Aber in dem Stress, gerade im Auktionsverfahren, das tatsächlich zu einem Signing hinzukriegen, das ist eine sportliche Herausforderung. Meiner Meinung nach ist hier besonders die Kooperation auch mit Legal und M&A extrem wichtig. Also ich denke auch hier mit diesen SPA-Geschichten, ich sehe hier Anpassungsbedarf, Police einerseits, SPA andererseits, beim Schadensbegriff, bei Jurisdiktion, bei anwendbarem Recht, will ich so eine Versicherung als aufschiebende Bedingung und so weiter. Also da muss man eng zusammenarbeiten, denke ich. Und dann von der Due Diligence-Seite natürlich auch. Also zeitlich eine Herausforderung und steht und fällt mit der Zusammenarbeit. Ob das dann eher bei Corporate Insurance, M&A oder Legal verortet ist, das ist meines Erachtens jetzt nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass man so alle Aspekte da irgendwie so mit an den Tisch kriegt. Ich glaube, was wichtiger bei Ihnen ist, Sie machen ja auch viel intern immer. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal erfahren. Das ist auch möglich. Ja, da werden vielleicht die Fragenlisten länger, weil nicht so viel dokumentiert ist, aber das ist dennoch möglich. Ja, wir kennen das auch viel von US-amerikanischen Käufern, die dann immer zu uns kommen und dann sagen sie, die Häschen dann internally. Und dann ist halt die Frage, was. Ja, wir haben einmal sogar nur mit reinen Workstream-Calls das gemacht. Ja, das geht auch bei einer relativ großen Transaktion. Ja, dass man halt dann sagt, okay, man definiert die 5, 6, 7 Workstreams. Und die müssen natürlich auch immer bei sich die Workstreams dann zusammenbauen. Dann, ne? Dann kriege ich dann so das Feedback von den Workstreams, ja, das ist so wie bei meiner privaten Lebensversicherung oder Krankenversicherung. Tut so ein bisschen wie diese Fragen, so ein bisschen unangenehm, aber am Ende geht's.